In diesem Video. Alter, bei uns beiden sieht es richtig katastrophal eng aus. Wir haben in etwa gleich viel KP. Nur bei mir reicht eine Attacke, bei ihr muss ich noch 20 setzen. Moin und Freunde, und damit begrüße ich euch zu einer sehr verdrehten Welt. Wir werden jetzt wahrscheinlich wohl gegen die Pennehenne antreten müssen, weil wir ihren ruhigen, beruhigenden Schlaf gestört haben. Also, wir müssen unbedingt irgendwas gegen sie tun, damit sie wieder bei Sinnen kommt. Es ist unerträglich, nicht zu wissen, was da vor sich geht. Ich muss ihnen irgendwie helfen. Ja, deswegen drücken wir Luigis Mütze. Luigi! Wir brauchen deine Hilfe! Nervig! Ah! Oh oh. Das ist aber nicht gut. Oh oh, was passiert denn jetzt? Oh, die Luigis können sich trotzdem noch zusammenschließen. Sehr hilfreich. Luigi, jetzt müssen wir trocken. Ich weiß, du bist immer für mich da, Luigi. Aber jetzt brauche ich wirklich deine doppelte Kraft. Du bist tapfer. Weißt du, so ein kleiner Zwerg gegen so eine Riesenhenne. Und flink. Aber das schaffst du nicht noch einmal. Aber mit Luigis Hilfe werden wir dir schon Einhalt gebieten. Das heißt, auf in den Gigakampf gegen die Pennehenne. Du wagst es, mich herauszufordern? Du, was hast du erwartet? Na gut, wir werden sehen, wer von uns nun der wahre Champ ist. Wahre Macht zeigt sich durch die Stärke? Warte mal. Schnapp dir die Pennehenne! Ach nee! Lol, wir kämpfen jetzt im Laufen. Oh Gott! Ausweichen nach oben und unten. Ah, okay. Jetzt kommt so oben. Also nach unten. Und. Hoch! Alter! Haben wir nicht fertig, Mann! Gut, solange für die Angriffe sind, habe ich kein Problem mit. Jetzt schnappt ihr das Viech! Schnappen ist gut gesagt. Was mache ich denn jetzt am besten? Komm schon! Nach unten! Verdammt, die hat sich, glaube ich, befreien können, ne? Ah! Oh. Ich habe eigentlich versucht, so schnell wie möglich nach unten. Oh mein Gott, er kackt Eier aus! Sind das Bombeneier oder was? Das sind Bombeneier. Nein! Hey, warum machst du das nicht? Oh mein Gott. Okay, das hat schon einen an Schaden an mir gefressen. Komm schon. Nichts wird mich halten. Ich bleib hier in der Luft. Oh, vergiss es, Mann, Pennehenne. Alter! Jetzt hab ich dich, du blödes Hühnchenschenkel! Meine Fresse, bleib doch einfach mal stehen, ey! Holy shit, Alter! Was ist los mit dir?
So, einmal richtig ruff. Und nochmal schön ins Gesicht, Mann. So, was ist los? Nicht nachlassen, Attacke! Ja, ach nee. Was hast du erwartet? Komm, Luigi. Ah, und schön nochmal rein ins Gesicht. Komm, bam. Und nochmal, zack. Schön gemacht. Okay, die ist leider wieder aufgewacht. Wir müssen auf jeden Fall weiterhin darauf achten, dass die Eierattacke wird mir übelst Schaden machen. Ich hab dich leicht unterschätzt. Aber du hast noch nicht meine wahre Kraft gespürt. Oh Gott, wenn ich das schon höre, habe ich schon Angst. Was macht denn die denn jetzt? Oh, Sonnenlicht, danke schön. War mir sowieso hier zu dunkel. Leider werde ich dir keine Gnade zeigen können. Wenn du mir die Eier auskackst, dann habe ich wirklich Angst. Alles andere ist mir egal. Aber nicht diese Eier. Die Eier sind das Schlimmste, meiner Meinung nach. Bisher, what the hell? Was zum Dödel ist das denn hier? Die Pennehenne öffnet ein Tor zur anderen Dimension. Mit dieser Kraft müssen wir mithalten können. Traum, Luigi. Bleibt der Pennehenne auf dem Fersen. Ja, und wie? Nehmen wir fliegen oder was? Was? Bereit machen? Für was denn? Ach so. Für bewegen. Ja, moin. Komm schon. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Was ist nur los? Gleich greift sie an. Das spüre ich ganz deutlich. Du musst ihr ausweichen und sie dann selbst rammen. Ja, ach, ist ja auch so einfach, oder was? Ich glaube, der hat einen Sockenschuss. Oh, nein! Ja, so, so, komm schon! Okay, verstehe. Ich verstehe, Leute. Ich lerne. Oh Gott. Dieses Nein ist gar nicht mal so einfach für mich. Ja, und jetzt. Zack. 1, 2 und 3. Okay. Wir können gerne so weitermachen. Irgendwann habe ich dich tot. Oh Gott. Die macht wieder den Wirbeler. Und jetzt zack. Und zack. Und zack. Sehr gut. Oh Gott. Junge, das ist anstrengender, als es aussieht, ey. Ja. So, was machst du denn jetzt, so? Was ist das? Was ist das? Ah, okay. Ja, jetzt komm, rauf da! Rauf auf diese kleine Henne! Ah, schön. Und jetzt richtig schön rein. So, du kleines, verrücktes Hühnchen. Komm her, Alter, ich will dich. Beeindruckend, in der Tat. Sehr beeindruckend. Oh, nicht schon wieder diese Kackattacke. Ich kann die nicht. Ich kann die beim besten Willen nicht. Luigi! Verdammt! Oh Gott, leider ganz schön ordentlich Damage bekommen. Ich muss danach heilen auf jeden Fall, wenn ich die jetzt noch eben mal runterkriege. Sehr schön. Luigi, Luigi, wir brauchen's. Komm schon, zieh runter. Komm schon. Und weiter. Zieh runter, das Miststück. Ja, und schön nochmal in den Nacken rein. Sehr gut. Aber Mario, wir brauchen kurze Heilung.
Wir brauchen wirklich jetzt die kurze Heilung. Holy shit. Komm schon. Naja, immerhin, wir sind so voll, dass ich sagen kann, eine von dieser kranken Attacke dick nochmal aus. Holy shit. Und jetzt müssen wir aber angreifen. Einmal schön bamsen. Und nochmal rauf. Schön ins Gesicht. Oh, das macht Spaß. So, jetzt ist sie leider wieder wach. Du besitzt große Stärke. Das muss ich schon zugeben. Aber der Kampf ist noch nicht entschieden. Ist er wirklich noch nicht. Wir haben noch sehr viel zu tun dafür. Luigi, wir brauchen mehr Kraft von dir. Oh, jetzt geht wieder los. Alles klar. Zum zweiten Mal zwingst du mich, ein Dimensionsloch zu reißen. Ich bin bereit, Leute. Ich bin bereit. Übrigens, das ist eine sehr empfindliche Neigung, die ich hier habe. Also wundert euch nicht, falls ich irgendwie aus dem Weg neige oder so. Weil die Neigungsgeschwindigkeit ist hier schon enorm belastend. Oh. Okay, wir können weitermachen. Ja, unten juckt mich nicht. Unten juckt mich nicht. Wie du das machst, ist mir völlig Wurst. Mein liebes Entlein. Ja, das war ein Schuss in den Ofen, mein Freund. Da hättest du ein bisschen besser korrigieren müssen. In der Flugrichtung. Das ist, glaube ich, die einfachste Sache, die es hier gibt. Auszuweichen. Muss ich einfach gestehen. Das ist super angenehm. Du kannst sie ja überall hinlocken. Und zack. Zack. Und nochmal rein. Sehr schön. Na, schmeckt's? Schmeckt's, mein kleines Hühnchen? Hast schon Bock auf noch mehr? Du geile Chicken Wing. Oh ne, jetzt kommt das wieder. Gut, ausgewichen. Oh mein Gott. Oh, du bist so ein dreckiges Stück. Hahaha, das habe ich mir gedacht. Oh mein Gott! Das habe ich sogar getroffen! Was denn los, Pennehenne? Du hast es fast geschafft! Halt nur noch ein bisschen durch! Komm schon! Kleines miese Pennehennen-Stückchen. Oh, du willst wieder den Move machen? Oh mein Gott! Luigi, komm, bitte. Gib jetzt nicht nach. Es ist nicht mehr viel. Ah, habe ich dich nicht gewarnt? Du bist für mich kein Gegner. Du kleine miese Stück, ne? Ich mache aus dir echt. Oh nein, Hähnchen-Nuggets, wollte ich gerade sagen. Das ist richtig kacke. Verdammt! Oh, zweimal getroffen. Ist aber noch... Ey, das ist im Rahmen, Leute. Das ist im Rahmen. Zweimal ist auf jeden Fall so weit noch, dass ich sage, ich überlebt hat. So, und jetzt bitte den mal die Beine greifen. Oh, du blödes Miststück. Bam! Okay, muss ich so ausweichen? Das ging nicht. Mhm. Verdammt. Oh mein Gott. Da hat sie mich mitgenommen. Das hat sie gut gemacht. Scheiße. Das ist richtig belastend. Verdammt, Alter.
geht mir auf den Sack. Das würdige, ein würdiger Gegner. Aber jetzt reicht's mir. Ja, ich hab auch kein Beleben mehr. Ich bin ehrlich, das dauert nicht lange. Dann braucht nur noch eine Attacke und sie macht mich down. Mhm. Warum gehst du denn dahin? Oh, Luigi, das war doof. Alter. Ja, meine Neigung ist sowieso gerade ein bisschen belastend. What the hell? Warte mal kurz. Alter, meine Neigung macht nicht mehr mit. WTF. Alter, bei uns beiden sieht das richtig katastrophal eng aus. Wir haben in etwa gleich viel KP. Nur bei mir reicht eine Attacke, bei ihr muss ich noch 20 setzen. Ohne das Böse zu meinen, aber den Unterschied merkt man. Oh, und das war natürlich klar, Luigi kam da nicht mehr weg. Was ist das? Belasten, Mann! Was ist denn mit der Neigung los? Holy shit! Die hat ihn komplett nachgelassen. Komm schon. Wir müssen es noch schaffen. Luigi, bitte. Oh, schon wieder dieser Move, ne? Okay, die Pennehenne kommt wieder. Könnte jetzt bitte der letzte Move kommen? Alter, die hat nicht mehr viel. Komm schon, Luigi, nimm die blöden Beine, Alter. Oh, dieses Dreckstück. Ja, das war's. Das ist mies. Die Kacke ist mies. Ja, das war's leider. Da konnte ich nichts mehr machen. Oh, lol, Alter. Nun sind wir wieder am Ausgangspunkt von vorhin angekommen. Meine Güte, ey. Beim zweiten Versuch so viel, weiß ich nicht, so viel schief gelaufen ab und an mal. Oh, nicht die Eier. Okay, Concentration. Verdammt, zwei Eier haben mich getroffen, aber die Restlichen gehen auf die Henne. Das Einzige, was ich aufpassen muss, die darf nicht in die Dimension gehen. Weil ich habe gerade echt ein Problem, wenn die da reingehen. Oh nein. Okay, das ist nur ausweichen. Oh, sehr schön. Schütte. Okay, perfekt. Oh ja. Oh, oh. Sieht's gut aus? Oh, sie liegt. Sie liegt, Leute. Sie liegt. Jetzt reicht es mir. Ich hab die Schnauze voll von der Pennehenne. Die geht mir einfach nur noch auf den Geist, ey. Fantastisch. Und nun gibt mir ihr den Rest, Traum Luigi. Zwei Anläufe für die blöde Pennehenne, ey. Oh shit, das ist mit Neigung, ne? Oh nein. Das wird jetzt katastrophal enden, Leute. Ich habe keine Neigung mehr. Ja, ich würde genau die Markierung gerne treffen. Oh mein Gott, ich habe die Neigung wieder. Im richtigen Moment, Alter. Es hat getroffen. Alter, du mieses kleine Stück Henne, ey. Na gut, zwei Anläufe, was soll's. Aber wir haben sie besiegt. Kriegen dafür eine Energiehose, Wunderbonbon, Wundernuss und einen One-Up-Pilz Deluxe. Was für ein crazy Kampf, Leute. Alter, ihr wisst gar nicht, wie viel
was so alles passiert ist in dem zweiten Kampf. Eigentlich nicht so viel, außer dass ich das halt meine Steuerung irgendwann verkackt hat. Aber der Kampf war cool. Der Kampf war echt cool. So, Pennehenne, können wir jetzt mit dir reden über die Geschehnisse? Ihr habt euch gut geschlagen. Ich bin's, die Pennehenne. Der Vogel der Legende, der Beschützer von La Domita. Seid ihr nun gekommen, um meinen Schlaf zu stören? Oder ist die Wachwelt tatsächlich in Gefahr? Henne! La Domita wird erneut von einer dunklen Macht bedroht. Ach, Alter. Du bist es! Wir haben uns ja ewig schon nicht mehr gesehen. Traumbär, alter Verwalter, Mensch. Warum hast du nichts gesagt? Hab dich überhaupt gar nicht erkannt. Ich weiß, was ihr denkt. Und ja, jetzt kennt ihr die Pennehenne, wie sie wirklich ist. Sie kann ein bisschen anstrengend sein, ist aber eigentlich keine schlechte Person. Hast du mich gerade anstrengend genannt? Du machst mich fertig, Alter. Aber raus mit der Sprache. Was kann ich euch denn Gutes tun? Warum seid ihr eigentlich rübergekommen? Naja, da gibt's so einen Bowser und so einen Antasma. Ah, schon wieder Antasma? Boah. Der Kerl kann einem ja wirklich auf den Senkel gehen. Ich mag den Charakter. Und es geht ihm nicht nur um die Insel. Er will die ganze Welt unterjochen. Ah, ohne Scherz, ey. Dieser Typ, ey. So langsam sollte er es doch eigentlich besser wissen. So cool. Eine Festung mit einem dicken, fetten Schutzschild drumherum. Dieser Bowser scheint ja wirklich ein kleiner Spinner zu sein. Da haben sich ja zwei gefunden. Das ist der Grund, aus dem wir hier sind. Wir benötigen deine Hilfe. Oh, meine Hilfe. Also, lass mal lieber. Aber Pennehenne, mit deiner Kraft könnten wir das Schutzschild problemlos zerschmettern. Früher, klar, kein Problem. Aber jetzt bin ich doch in Rente, Mann. In meinem wohlverdienten Ruhestand. Du kannst mir Honig um Schnabel schmieren, wie du willst. Ich bin einfach nicht mehr motiviert. Außer, naja, du könntest meine Motivation natürlich etwas auf die Sprünge helfen. Versteht sich, was ich meine? Wait, what? Wovon sprichst du? Kapierst du es nicht? Naja, schon gut, ist egal. Dann tschüss. Ach, du willst Münzen oder wie? Ey, Mann, nicht so laut. Sowas muss doch nicht gleich so laut herausposaunen. Aber klar, mit ein paar Münzen. Wie viele könnt ihr denn locker machen? Traumwert? Das nehme ich als Zinsen. Wie wäre es damit? Sobald die Insel in Sicherheit ist, gibt dir mein Freund Mario hier alle Münzen, die er besitzt. Der Blick von Mario. Jede einzelne. Jawohl, du kriegst alle Münzen, die wir haben. Spiel einfach mit, Mann. Oh ja. Hm? Im Ernst? Alter Falter. Das hört sich sehr motivierend an. Naja. Aber gehen wir die Sache doch noch einmal durch. Antasma ist zurück. Und jetzt arbeitet er mit so einem Typen namens Bowser zusammen. Fliegende Festung, klar, Schutzschild zerstören, natürlich. Das ist schon einiges an Arbeitsaufwand. Das würde natürlich auch gut bezahlt werden. Reiseausgaben, Kost, Logistik, vielleicht ein paar Kleider zum Wechseln. Kraftnahrung, Getränke, Snacks, Massagen, Entspannung. Hallo, willst du noch das... Hallo? Und erst die Nebenkosten. Eine Versicherung brauche ich natürlich auch. Billig wird das nicht. Dies und das und jenes. Da läppert sich ein bisschen was zusammen. Ja, genauso Luigi fühle ich mir auch. So, ist natürlich etwas ungenau. Plus minus 10% würde ich sagen. Machen wir einen schönen runden Beitrag daraus. 80 Millionen Münzen wären das. Wenn die Sache komplett abgefrühstückt ist, schuldet ihr mir das. Das sind ja schon einige Öcken. Kannst du so viel überhaupt zahlen? Wir reden hier von Mario. Kannst du dir vorstellen, wie viele Münzen der in seinem Leben schon gesammelt hat?
Dich habe ich nicht gefragt, Traumwert. Mario, sag schon. Wie sieht's aus? Bist du flüssig? Oh yeah! Der Blick. Einzigartig. Na klar sind wir flüssig. Coole Sache. Und denk dran, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. 80 Millionen. Lass uns Antasma wieder einsperren und den Frieden nach Ladomita zurückbringen. Hätte ich vorher gewusst, dass man so viel Geld für dich ausgeben musste, hätte ich das anders gemacht. Komm, Kleiner, spring auf meinen Rücken. Der Flug ist im Preis mit inbegriffen, ausnahmsweise. Und los! Na, immerhin wenigstens etwas. Warte mal, was ist mit Luigi? Luigi? Nee, nicht bye-bye. Was ist denn bitte? Bleib doch nicht einfach im Traum. Achso, ja, stimmt, du bist Traum Luigi. Na, hast doch mal Glück gehabt. Dieses Ding da eben. Was war denn das? War das die Penne? Die Pennehenne ist wieder zurück in der Wachwelt. Ja, bin wieder da. Und alles locker? Ich bin's, die allseits beliebte Pennehenne. Die lang ersehnte Rettung. Die Pennehenne. Hoppla. Die ist aber ganz schön von sich selbst überzeugt, was? Hätte gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen bescheidener wäre. Jedenfalls. Ich rieche. Ich rieche es doch. Der Gestank von Bosheit, Fäulnis und Verderbtheit erhöht die Insel ein und wie ein Nebel der Zerstörung. Was für ein ekliger Gestank! Dramatisch sind wir ja auch überhaupt nicht, oder? Großer Festung ist nah. Ihren Schutzschild. Du musst ihn zerstören. Du bist unsere letzte Hoffnung. Das sagen sie alle. Aber gut. Das sollte schnell erledigt sein. Und dann bekomme ich auch meine Knete, ne? Wie bitte? Deine Knete? Keine Sorge. Ist bereits mit deinen Kumpels abgeklärt. Jetzt brauche ich erstmal mehr Informationen. Ich werde mir diese Festung einmal aus der Luft ansehen. Ein weiser Plan. Aber zunächst sollten wir diesen Wald verlassen. Ich brauche nicht lang für meine Vorbereitungen. Wir treffen uns am Eingang zum Wald. Also bis dahin. Auf, gehen wir zurück zum Eingang zum Wald. Yo, alles klar. Also, ihr habt sie sehen, die verrückte Banane ist nicht so verrückt, wie man es denkt. Sie ist nur sehr von sich selbst überzeugt. Aber ich hoffe trotzdem, Leute, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne und ciao.